Was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ich zeige euch heute mal wieder, was ich mir gekauft habe. So ein Video habe ich schon mal gemacht und jetzt dachte ich, mache ich nochmal. Und zwar war ich bei Sephora. Leute, ich liebe Sephora, ich liebe Schminke, ich liebe Douglas. Und als Sephora jetzt endlich zu uns nach Stuttgart gekommen ist, musste ich zuschlagen. Und ja, jetzt zeige ich euch, was ich mir da so gekauft habe. Und zwar habe ich mir hier einmal diese Huda Highlighter Palette gekauft. Und Leute, ich finde die echt richtig geil. Also, das ist echt der Shit, Leute. Die ist auch total süß verpackt. Also, ich liebe es ja, wenn Verpackungen auch schön sind. Und dann macht man die eben, also ich habe sie schon benutzt. So auf, und dann sind da vier verschiedene Highlighter drin. Der erste hier ist so ein bisschen cremig. Den benutze ich meistens als Grundierung und haue dann die pudrigen drauf. Dann heben die besser und sind nochmal stärker pigmentiert. So, was haben wir noch gekauft? Ich habe mir eine Contouring-Palette von Kat Von D geholt. Da gibt es einmal, glaube ich, auch eine Creme-Palette. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Und eine pudrige. Und ich habe mir auf jeden Fall die pudrige geholt. Und ich muss sagen, die ist auch verdammt gut pigmentiert. Und ich glaube, gut, es ist zwar alles ein bisschen teuer, aber ich glaube, das kauft man sich einmal und es liegt ewig. Was habe ich mir noch geholt? Ich habe mir die Huda Lidschattenpalette von Huda geholt. Und zwar bewusst die erste, da ich finde, dass die erste Palette schönere Farben hat als die neue. Yo! Also ganz ehrlich, Leute, ich finde diese Glitzertöne fand ich halt richtig geil. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme auf dem Auge nicht so raus, wie ich es mir vorgestellt hatte. Vielleicht mache ich irgendwas falsch, ich weiß es nicht, aber ich bin auf jeden Fall nicht so ganz beeindruckt von der. Die hat coole Farben auf jeden Fall, man kann auch geile Looks damit schminken. Aber ich würde mir die jetzt nicht nochmal für das Geld holen. Also da gibt es wesentlich bessere Paletten für weniger Geld. Gut, dann machen wir weiter. Oh mein Gott, Leute. Ich habe was richtig Tolles für mich entdeckt. Und zwar diese Liquid Lipsticks von Too Faced. Da habe ich mir gleich drei Stück geholt. Okay, der ist, glaube ich, nicht matt. Ist der auch matt? Nee, ich glaube, der da ist nicht matt. Aber die zwei sind matt und die sind richtig, richtig geil. Und der hier ist auch richtig geil. Also die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann habe ich mir noch ein Liquid Lipstick von Huda geholt. Ich glaube, der ist richtig geil. Also der hebt auch richtig lange. Nur die Farbe gefällt mir jetzt nicht so ganz. Aber ja, da bin ich selber schuld dran. Aber ich werde mir wahrscheinlich, denke ich, auf jeden Fall nochmal einen holen. Eine andere Farbe. Dann habe ich mir die Huda Foundation geholt. Und ich muss sagen, die ist richtig, richtig geil. Also wenn ihr Pickel habt, Unreinheiten, große Poren, weiß es ich. Leute, das ist wie so Zement. Das deckt einfach alles ab. Das Einzige, was ich ein bisschen scheiße daran finde, oder nicht so gut, die riecht ein bisschen arg nach Parfüm. Also ich mag es eher, wenn es so geruchsneutral ist. Aber sonst ist die echt super. Weißt du, mir ist gerade was aufgefallen. Und zwar habe ich mir vier von diesen Dingern da geholt. Und einen habe ich, glaube ich, verloren. Ja, einen habe ich verloren. Weil irgendwie habe ich nur noch drei. Also vom Inhalt. Super! Dann habe ich mir die Born This Way Foundation geholt. Von Too Faced. Und ja, ich finde die eigentlich ganz gut. Dann habe ich mir die Kat Von D Foundation geholt. Leute, ich finde einfach, dass die Verpackung von Kat Von D ist einfach so krank. Das sieht einfach so geil aus. Schaut euch das an. Damn, girl. Also ich finde, es ist abnormal. Ja, also ich habe die bis jetzt nur einmal benutzt, deswegen kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen, wie ich die finde. Aber die Verpackung ist auf jeden Fall schon mal. Da
dann habe ich mir einen Highlighter, einen Cream Highlighter von Becca geholt. Sieht man das? Ich hoffe, man sieht das. Vielleicht, ich glaube, das ist überbelichtet, aber der ist auf jeden Fall richtig, richtig geil. Und was ich zurzeit mache, ich benutze den einfach auch als Lidschatten. Das sieht so schön aus, gerade im Sommer. Was so shiny ist und die ist so nass. Dann habe ich mir die berühmte Better Than Sex Mascara geholt. Ja, was soll ich jetzt sagen? Also die wurde ja extrem gehypt. Und ich dachte so, okay, ich muss die mir mitnehmen. So. Normalerweise benutze ich mal so eine Mascara von Essence für 4 Euro oder so. Und ich finde die auch echt super. Und dachte ich so, ja, okay, kann ich mir mal eine Mascara für, ich glaube, wie viel kosten die? 30 Euro oder so. Sie ist cool. Sie ist auch in Ordnung. Ich finde meine Mascara von DM, also die ist auf jeden Fall... Moment. Also ganz ehrlich, Leute, meine Mascara von DM, die ist genauso gut. Und deswegen finde ich, dass die nicht ganz ihr Geld wert ist. Aber der Name ist natürlich cool und auch die Verpackung ist ganz nice. Und dann habe ich mir noch 2 Lippenmasken von Sephora geholt. Die habe ich noch nicht ausprobiert. Ich bin voll gespannt, wie die sind. Und ich habe eine Gesichtsmaske geholt. Die habe ich aber schon aufgebraucht. Die war aber ziemlich gut, muss ich sagen. Wobei ich oft gehört habe, dass die nicht so gut sein sollen. Ich fand die echt super. Jetzt bin ich gespannt, wie die sind. Und ich habe mir noch eine MAC Foundation gekauft. Aber nicht bei Sephora, aber gleich daneben. Deswegen habe ich es jetzt mal mitgenommen. Und zwar Pro Longwear von MAC. Das war meine Lieblingsfoundation übrigens von MAC. Und ja. Ja, Leute, ich glaube, das war es auch schon mit dem Haul und ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, wir wollen nicht darüber sprechen, wie viel es jetzt alles gekostet hat. Hoffentlich schauen es meine Eltern nicht an. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen und jo, hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.